Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing, zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich hier ein Päckchen bekommen, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich habe da nämlich was angefragt und dann habe ich von UPS die Benachrichtigung bekommen und habe gesehen, was? Wo ist nur der Aufkleber? Habe ich dann so eine Nachricht gekriegt und wusste erstmal gar nicht, was ich da bekomme, weil im ersten Augenblick stand auf der UPS-Seite ja nicht drauf. Ich mach mal so ruf. So, dann seht ihr erstmal, wie ich hier dran rumschneide. Da stand gar nichts drauf von Firma oder was weiß ich, weil ich über das Handy raufgegangen bin und dann, wo ich über einen Laptop bzw. PC bei meinen Eltern raufgegangen bin, da hat er mir dann gesagt, Firma so und so. Na gut, ich brauche... Ja, eigentlich habt ihr das ja schon in der Thumbnail gesehen. Aber vielleicht auch nicht. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut, weil da hatte ich nämlich extra angefragt, weil viele danach gefragt haben, weil in letzter Zeit habe ich ja mehrere Videos zur Fritzbox gemacht und und da habe ich ja mehrere Videos zur Fritzbox gemacht, weil ich ja jetzt demnächst die 50.000er bekomme, weil endlich mal ausgebaut wurde. Und viele von euch auch. Und viele von euch haben auch eine 100.000er Leitung. Und die haben gefragt, die möchten praktisch WLAN über die... WLAN über die Steckdose. LAN über die Steckdose verteilen. Und da habe ich dann hier nochmal Schönes angefragt. Und das hatte ich ja schon mal gemacht mit Fritzbox-Produkten. Und die neuen Produkte, ich werde sie euch gleich auch nochmal zeigen, ich muss nur schnell hier mal in den Zettel reingucken. Okay, gut. Nee, da steht jetzt nur drin, was sie mir geschickt haben. Und falls ich jetzt während des Tests Fragen habe, kann ich mich jederzeit da melden. Und zwar, ihr seht das. Das ist von, halt mal, das Logo werdet ihr logischerweise im Video ja auch gesehen haben. Ist mir dann erst eingefallen beim Machen, aber seht ihr das? Ja. Devolo. Und zwar, wo haben wir denn das? Da oben steht's. Das ist der DLAN 1200 Wi-Fi. Also der hat auch Wi-Fi AC Starter Kit. Und dann habe ich gefragt, ob ich noch netterweise vielleicht noch ein einzelnes bekommen könnte. Wo steht's? Hier oben auch DLAN. Ja, das ist genau das gleiche. Aber weil die sind ja meistens aufeinander geeicht. Und die hier nicht. Die muss man ja ins Netzwerk einbinden, weil das ist ja ein Extra. Und deswegen habe ich extra gefragt, ob ich halt noch zusätzlich ein Extra haben könnte. Hatte ich ja bei Fritzbox auch gemacht, dass ich euch das zeigen kann, dass man das auch ohne Probleme einfach so ins Netzwerk einbinden kann. Und viele werden sich jetzt fragen, warum hast du denn das bestellt? Ja, bei diesem neuen Produkt von Devolo, da ist es so, wir haben nicht nur 500 Mbits, da steht zwar überall bei den meisten ein Gigabit und so geht durch und ist für Gigabit geeignet, aber die Leitungsgeschwindigkeiten sind halt ziemlich beschränkt innerhalb des Stromnetzes, weil die alten Geräte, die waren alle nur auf dem Plus- oder auf dem Minuspol, ich weiß es nicht genau, und die nehmen jetzt hier noch, habe ich auch noch ein schönes Heftchen dazu gekriegt. Die nehmen jetzt auch noch den Schutzspannung, also praktisch, wenn ihr hier die Steckdose seht, die beiden Löcher, ist ja Plus und Minus sozusagen. Das ist Plus und da oben ist, glaube ich, hier, das ist da Minus. Hier oben bei diesen silbernen,
Das hat auch einen speziellen Namen. Ich habe die ganze Zeit gegoogelt, die ganzen Tage habe ich gegoogelt, ich hatte es die ganze Zeit im Kopf. Aber jetzt mit dem ganzen Stress mit Windows 10, es ist mir entfallen. Es hat aber auch einen eigenen Namen, mit M-Wart, glaube ich. Steht es vielleicht drauf? Ach Mensch. Intelligente Steckdose, Wi-Fi-Standard, Gigabit. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur das Vor-Unboxing, wo ich euch beschreibe, was ich habe und so. Wir werden zu den ganzen Produkten wird es nochmal ein einzelnes Unboxing geben, logischerweise. Oh, hier ist alles sehr schön erklärt. Vielleicht steht es ja hier drin, ne? Beispielsweise 10 oder 10, 50 oder 100 Meter, 5 Meter Messung. Das hat nämlich hier 500 Adapter, 300 Mbits, 500 Mbits DLAN. Technologie, das hatten Münk, ich habe die ganze Zeit, habe ich es im Kopf gehabt. Och, das ist so eine neue Technologie und das muss hier auch irgendwo stehen. Ey, sorry Leute, aber das nervt mich jetzt, dass ich das nicht weiß. Ich habe es die ganze Zeit gegoogelt wie ein Bescheuerter. Ich habe mich über neue Produkte schlau gemacht, weil ich ja euch was Schönes zeigen wollte und wo ihr auch lange zufrieden sein könnt damit. Cockpit, DLAN. Nee, schreibe ich in die Videobeschreibung. WLAN-Modul. Ich komme nicht drauf, wie es heißt. Ja. Schade, 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 schade. Ich hätte euch das echt gern gesagt. Steht es hier vielleicht drauf? Und die sind, also die wohnen mir von, ganz vielen wohnen mir hier. Oh, hier gibt es ja eine App für, eine Google Play App. Okay. So, hier müsste es stehen. Wartet, wartet. Ich kann es euch vielleicht sagen. WLAN mit vier Antennen hat er drin. DLAN, Wi-Fi. Movie-Technologie, Klon, Wi-Fi-Klon, WLAN, WPS, 2x Gigabit LAN hat er. Ja, ich habe es aber jetzt vergessen. Scheiße. Und das gibt's halt. Ist jetzt ein bisschen verplant, das Unboxing, sorry, aber das ist jetzt durch die Umstellung von Windows 10, durch das nicht schlafen. Das richtige Unboxing wird besser. Und das ist jetzt das Starter-Set mit WLAN. Ihr könnt es jetzt natürlich auch ohne WLAN holen. Ich mache euch das mal runter, dann seht ihr das nochmal. So praktisch einmal das und einmal das. Ihr könnt das Ganze auch ohne WLAN holen. Wenn ihr sagt, euer WLAN reicht eigentlich locker aus, dann bräuchtet ihr vielleicht nicht WLAN. Dann holt er euch nicht WLAN. Aber wenn ihr sagt, ihr braucht WLAN, weil euer Haus groß ist, ihr seid im Erdgeschoss. Also im Erdgeschoss ist euer Router. Und dann baut ihr das an und das baut ihr im ersten oder im zweiten Stock an. Und dann könnt ihr praktisch da euer WLAN nochmal verstärken. Habt ihr da euer WLAN und ihr nehmt nicht dieses schwache Signal von unten. Das ist kein Problem. Ja? Ich freue mich megamäßig damit, mein Heimnetzwerk ausstatten zu können. Und wie gesagt, das Gute hier dran ist, warum ich das überhaupt gemacht habe, wollte ich euch ja sowieso noch mal erzählen. Habe ich einen Stecker hier? Ich nehme jetzt einfach mal so einen Stecker. So. So, ich nehme jetzt einfach mal so einen Stecker. Dann könnt ihr das ja sehen. Das ist jetzt, hier haben wir die B-Nuppel und vorher war das halt nur da. Und dann haben wir auch mal Probleme gehabt, wenn die, oh, wie heißen die Pins im Sicherungskasten verstellt waren? Nicht Pins waren nicht, auch wie heißen die Dinger? Keine Ahnung. Wenn die ein bisschen überkreuz waren oder nicht richtig hinjauen haben, dass bis zum anderen Raum manchmal ganz schön Abschwächung war. Und diese Bienen nehmen jetzt auch praktisch den Schutzschalter. Ich habe diese Scheißbeschreibung vergessen, wie das Ding heißt. Ich suche die ganzen Tage, habe ich gegoogelt danach und jetzt vergesse ich es. Naja, okay, dann würde ich sagen, dann höre ich jetzt hier erstmal auf. Das ist, wie gesagt, nur ein Vor-Unboxing. Ich habe euch jetzt nur gezeigt, wie das Paket zu euch kommt mit diesen beiden Sachen. Habe euch erklärt, warum ich dieses geordert und bestellt habe. Und dann halt ein Heft ist noch mit bei von Devolo, was sehr schön ist. Und vor allem hier sind alle Produkte richtig schön drinne. Hier kann man nochmal, willkommen im einfachen Heimnetzwerk.
So, DLAN, oh, das hier ist alles schön erklärt. Power Mode. Ja. Heimnetzwerk-Serie. Objektiver Test. Objektiver Powerline-Test. Absolut Powerline-Test. Ich finde das noch, wo wie das heißt. Ich finde es noch. Das lässt mir keine Ruhe. Das lässt mir keine Ruhe. Uhrzeit. Ich find's noch. Ich will euch das sagen können. Und das nervt mich, dass ich euch das nicht sagen kann. Verbinden Sie zunächst DSL-Kabel mit Telekom 1111 oder Kabel Deutschland. Achso, das ist für alle gleich. Okay. Weil Devolo ist ja, die sind jetzt keinem Unternehmen zugeordnet. Also Kabel 1, ach, Kabel 1 sag ich schon. Kabel Deutschland 1&1 oder sonst irgendwas dergleichen. Die machen ihr Zeug und das kann man dann kaufen. Die Funktion, DLAN. DLAN, Reichweite 300 Meter. Ja, ich gebe jetzt auf. Ich gebe jetzt auf, ich kann euch, funktioniert DLAN im ganzen Haus. Ich gebe jetzt auf. Ich sage euch das später im nächsten Video, wie das genau heißt. Hat jetzt keinen Sinn. Hat jetzt keinen Sinn. Das ist jetzt sowieso schon viel zu lang, das Video. So lange sollte gar nicht sein. Es sollte nur ein Unboxing sein. Aber ich gucke mir das jetzt nochmal an. Ich habe mir ein paar Papiere auf der Festplatte gesichert, was ich mir so durchgelesen hatte und so. Und da hatte ich mir das extra notiert, wie das heißt, dass ich sowas auch benennen kann. Ja, aber durch den, ja, Stress jetzt hier die letzten 3 Tage mit Windows 10. Die ganze Zeit unterwegs und dann Windows 10 abends machen bis früh um 5 Uhr und dann frühs raus, die Kleine wegbringen und hast nicht gesehen und dann nächsten Termine, also da ist kein Wunder, denn ja, ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.